Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, timetodo.ch, heute mit einer neuen Ausgabe. Natürlich, nach so vielen Sendungen ist es immer wieder schwierig, noch irgendwas Neues hinzuzubringen, aber manchmal brauchen wir das gar nicht. Warum? Weil wir natürlich auch informiert werden, und wenn man so lange ein Format macht, dann kennen einen die Leute, wenn draußen Dinge plötzlich in einen anderen Kontext gesetzt werden oder gar von, in Anführungszeichen, sogenannten Experten Dinge veröffentlicht werden. Und dann rede ich immer davon, na gut, wenn man manchen Leuten einen Haufen Geld bezahlt, dann reden die auch das, was man von ihnen hören will. Aber das ist nicht das, wo wir hinwollen. Warum? Die Wahrheit muss nach vorne. Und da gibt es eindeutige Dinge, wenn wissenschaftliche Studien da sind, wenn Forschungsergebnisse von Instituten, wenn Tests von Medizinern vorliegen, dann kann man draufschauen, und was dort draufsteht, da können wir mit größtmöglicher Sicherheit davon ausgehen, dass es so funktioniert. Unser Thema, ein Thema, was Sie von meiner Sendung kennen, und worum geht es? Wieder mal um mein Lieblingsthema, Wasser. Es gab vor nicht allzu langer Zeit auf einem Schweizer Kanal, wo es um Gesundheitsfernsehen geht, einen Beitrag, wo letztendlich ionisiertes Wasser oder basisches Wasser als Unsinn und überflüssig und nicht wirksam dargestellt wurde und einige Behauptungen aufgestellt wurden, wo es mir wirklich die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat, weil es ist einfach falsch und dient nur zum Verkauf dieses Produktes. Wen habe ich dazu eingeladen? Vor 10 Jahren durfte ich ihn kennenlernen. Damals haben wir uns sehr stark mit dem Thema gutes Trinkwasser beschäftigt. Jetzt beobachte ich ihn über 10 Jahre. Er war schon einige Male bei mir auch in der Sendung und muss sagen, jetzt ist der Mann 10 Jahre älter, aber sieht so aus wie vorher. Also irgendwas muss ja funktionieren. Pillen nimmt er keine, auf Schönheits-OPs geht er auch nicht, Botox verwendet er auch nicht. Nein, er trinkt sein Wasser. Herzlich willkommen im Studio, Jan Telepski von Edison Wasser. Herzlichen Dank für die Einladung, Norbert. Freue mich, wieder bei dir zu sein. Du, ich muss da wirklich sagen, dieses Kompliment hatte ich dir schon im Vorfeld gemacht. Danke sehr. Wenn Menschen die erste Sendung ausschauen zum Thema Falten, du hast vor 10 Jahren mehr Falten gehabt, wie du heute hast. Und das sieht man auch, wenn man beide Bilder nebeneinander hält. Worum geht es, liebe Zuschauer? Also, es wurden da insgesamt 15 Behauptungen aufgestellt, die natürlich Menschen hören. Deswegen wurden wir angerufen, weil die sagen, Norbert, hast du das gesehen? Ja, das ist ja genau das Gegenteil wie das, was du gesagt hast. Dann gucke ich mir das an und muss sagen, ja. Und das ist der Grund, warum ich da gesagt habe, das müssen wir einmal richtigstellen. Folgendes werde ich tun. Diese Fragen oder diese Aussagen, die dort gemacht wurden, liegen vor. Sollte da noch eine Diskussion aufkommen, natürlich haben wir die Sendung abgespeichert, haben genau die Minutenaussagen herausgefiltert. Sollte jemand das in Frage stellen, werden wir Ihnen das gerne zeigen. Es geht los dadurch, dass behauptet wurde, Jan, und ich meine, das Edison-Wassersystem haben wir selber in der Benutzung, Aktivkohle würde Kalk aus dem Wasser filtern, ist das Erste, was ich höre. Wie siehst du das denn? Naja, diese Aussage zeigt mir, dass diejenigen Leute, die sowas sagen, die Filterungstechnik gar nicht kennen. Also wenn sogar einer, der sich als Experten darstellt und irgendwelche Doktortitel hat, wenn er so eine Aussage macht, die bei jedem Google-Suche kann man schon finden, dass das nicht stimmt. Und die beiden Herren haben beide zugenickt, dass Aktivkohle Kalk filtert. Das ist eigentlich total falsch. Also Aktivkohle macht viele wundervolle Sachen, aber das nicht. Genau, sonst bräuchte niemand wie früher diese Entsalzungsanlagen, ja, die sich viele eingebaut hatten. Dann wäre doch eine ganz eindeutige Entkalkungsanlage, die dann man in einen Aktivkohlefilter drin hat, wäre doch die einfache Lösung. Brauche ich doch keine Entsalzung mehr. Ja. Also ich habe das auch noch nicht festgestellt. Bin auch der Meinung, das ist eine klassische Falschaussage. Kalk bekommen Sie mit einem Aktivkohlefilter nicht aus dem Wasser. Und dann eine, die mich sehr betraf, weil ich habe jemanden kennengelernt, dem es nach jahrelangem Osmosewasser so schlecht ging, dass der sogar
intensivmedizinisch behandelt werden musste, weil er seinen Körper fast entmineralisiert hatte. Und dass, wie gesagt, Zähne ausgingen, Haare ausgingen, Knochen brüchig wurden, also ganz, ganz üble Konsequenz. Die Behauptung war, dass nur Osmosewasser das einzig gute, reine Wasser ist und das Beste wäre. Ihnen mal zur Erklärung, der osmotische Vorgang entnimmt dem Wasser alles. Das heißt, wir sagen danach, das ist totes Wasser. Das sagen wir. Wie siehst du das als jemand, der sich mit Wasser über Jahrzehnte auseinandergesetzt hat? Genauso. Und noch dazu kommt es, dass wir haben schon inzwischen über 2000 Installationen in der Schweiz von unseren Geräten, haben einen sehr engen Kontakt mit unseren Kunden und kriegen jede Menge Informationen zurück. Und wir haben eine ganze Reihe von Osmosewasser-geschädigten Kunden in unserem Kreis, die jahrelang dieses Wasser getrunken haben mit fatalen Folgen, weil leeres Wasser gibt es in der Natur nicht. Wenn, liebe Zuschauer, wenn Sie in die Berge gehen, wenn Sie die Wasserquellen untersuchen, Sie werden keine einzige Quelle finden, wo ein leeres Wasser rauskommt. Also das als natürlich, also die beiden Herren haben noch betont, dass das eine natürliche Sache ist. Wo denn? Wo ist dieses Osmosewasser in der Natur? Nirgends in keiner Quelle gibt es. Ionisiertes Wasser dafür schon, das sind die Heilquellen. Sogar hochbasisch, ja, das wissen wir ja. Und wie gesagt, in Japan und ganz hoch geschätzt, diese Geschichte. Genau. Also gerade vor wenigen Tagen hat eine Dame bei uns angerufen, die schon 13 Jahre dieses Wasser trinkt. Und ich habe die Dame gesehen, die kann nicht laufen. Und die ist gar nicht alt. Sie ist nur leicht über 40. Also Wahnsinn. Ein Wrack. Nur weil der ganze Körper schon übersäuert ist, nichts, keine Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden, weil die Dame anscheinend das gar nicht aufnehmen kann, weil die nötigen Substanzen, die ein Mensch braucht, um alles zu verdauen, in einem Osmosewasser nicht vorhanden sind. Erstens und zweitens, auch wenn sie im Körper waren, Osmose ist ja ein komplett leeres Wasser. Richtig. Das müssen Sie sich vorstellen, liebe Zuschauer, wie wenn Sie einen leeren Schwamm durch eine Pfütze ziehen. Was passiert denn? Der nimmt das Stück, wo der drüber läuft, nimmt der komplett das ganze Wasser mit. Das heißt, dieses Osmosewasser nimmt alle wichtigen Stoffe, die Sie brauchen, auch mit raus. Das unterscheidet nicht, da ist Schlacke, da ist irgendeine Ablagerung und hier ist ein Mineral oder ein Spurenelement. Alles, was im Weg liegt, schwupp raus. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie machen das über Jahre hinweg. So viel Mineralien können Sie gar nicht aufnehmen, wie das ausspült. Und deswegen ist es für mich unverständlich, warum man so ein Wasser trinkt. Mhm. Dann gab es aber noch eine Aussage, Jan, die für mich extrem war. Und zwar, in wenigen Minuten könnte man Osmosewasser wieder mineralisieren, weil im normalen Wasser, also im Quellwasser, wären ja nur ein paar Mineralien drin. Da kann ich nur lachen über solche Aussage. Ja, es hat sich verbreitet bei den Anbietern von Osmosegeräten, dass man tatsächlich ein paar sogenannte Mengen Mineralien nachfüllt. Und dann sind alle Leute schon sehr zufrieden und sagen, okay, also dieses Calcium, Magnesium und so weiter haben wir wieder reingetan, also es musste alles okay sein. Ja, nicht ganz, weil wenn Sie in die Berge gehen und das Wasser untersuchen, dann werden Sie sehen, dort sind nicht fünf Mineralien, diese Mengen Mineralien, da ist eine ganze Palette davon. Und selbst solche Substanzen wie Gold oder Platin oder Iridium oder andere hochwertige Metalle, die in ihrem Körper zu mickrig kleinen Mengen nur vorhanden sind, noch nicht mal ein Mikrogramm vielleicht, aber wenn sie dieses eine Mikrogramm nicht haben, dann sind die Generäle nicht da, die das Ganze steuern. Und in dem Moment, das ganze Wasser erstmal leer zu fegen und später nur die Mengen Mineralien nachzuführen, da fällt was, würde ich sagen.
Und zwar die Natur. Die Natur, genau. Genau, da fehlt die Natur. Ich meine, neben anderen Behauptungen, die aufgestellt wurden, war es auch noch eine Extreme drin, wo dieser sogenannte Experte behauptet hat, basisches Wasser kann keine Säure neutralisieren. Ja, den Nachweis würde ich gerne sehen. Er soll mir das gerne zusenden, wie er das gemacht hat. Also ich habe derartige Untersuchungen nirgendwo gesehen. Aber wiederum unsere Kunden bestätigen nach jahrelangem Trinken von unserem Wasser, dass die pH-Werte von Urin und Speichel nach oben gehen. Ja? Also das also, kann da kein gibt Zufall es sein. Japanische Studien, die genau das untermauern, was du gerade gesagt hast, ja. Das sowohl. Denn in Japan gibt es dieses Problem alltäglich. Warum? Weil das Trinkwasser dort sauer ist. Normales Leitungswasser, was da rausläuft, hat einen pH-Wert von zwischen 5,5 und 6,5 in Japan. Das heißt, würden Sie das Wasser trinken, wären Sie in kürzester Zeit übersäuert und wahrscheinlich todkrank. Also was machen die Japaner? Haben fast in jedem Haus, in Hotels kenne ich das, hängen sogenannte Ionisierer an den Wasserleitungen dran, dass die Leute kein Wasser trinken, was sauer ist. Ich habe sogar eine Kundin durch Umwege über Japan bekommen. Das ist eine Rechtsanwältin, die in der Nähe von Winterthur wohnt und in einer Handelsfirma in Zürich arbeitet. Die Dame war geschäftlich in Japan unterwegs, hat sie dort eben ionisiertes Wasser zu trinken bekommen, kannte das nicht. Hat sich gewundert, wie wunderbar das schmeckt. Die Leute in der Rezeption haben sie aufgeklärt, wie wundervoll das auf die Gesundheit sich auswirkt. Kaum ist sie in die Schweiz zurückgekommen, hat sie danach gesucht, uns gefunden und eine Woche später hat sie ein Gerät von uns bekommen. Also dort sind die Anlagen gang und gäbe. Ja. Die Leute auf der Straße wissen, was das ist. Gehen Sie hier auf die Straße, fragen nach einer Kaffeemaschine, das weiß jeder, aber ein Wasserionisierer, nein, das wissen die Leute nicht. Leider, leider ist das so. Ja. Ich meine, was auch noch grotesk war, ist eine Behauptung, wo sogar der Wasserionisierer als schädlich dargestellt wurde in Verbindung mit dem Thema Calcium. Und zwar wurde gesagt, dass in der Ionisierungskammer wird Calcium zu Calciumhydroxid in Klammer Kalk umgewandelt. Also das wäre mir jetzt neu. Ich weiß auch gar nicht, wo so eine Aussage herkommt. Hast du das schon mal gehört? Erstes Mal von diesem sogenannten Experten. Also ich kann das nicht bestätigen. Wenn ich aus unserer Anlage das Wasser laufen lasse, dann sehe ich nur Wasser. Keine weißen Bestandteile kommen heraus. Und dieses Stoff, dieses Kalk, ist nicht wasserlöslich. Nee, und nicht sichtbar. Also wenn ich jetzt verkalktes Wasser habe, entweder es pappt hier hin, wenn er statisch aufgeladen ist, oder am Schluss sammelt er sich unten auf dem Boden. Ja. Also irgendwo ist er ja dann. Kalk ist nicht lösliches Stoff. Übrigens, der angebliche Experte bringt das durcheinander. Einmal spricht er über diese Hydroxylverbindung, später sagt er, das ist Calciumcarbonat. Also er ist sich gar nicht einig, was das eigentlich ist. Und vertauscht die Worte, ist mir auch aufgefallen, ja, dass er erst von Hydroxid spricht und dann von Carbonat. Ne? Genau, also entweder das eine oder das andere. Also ich kann jedem versichern, dass derartige nicht lösbare im Wasser Stoffe gar nicht rauskommen, müssten aber sichtbar sein, weil das ist nicht wasserlöslich. Ja. Man konnte eventuell jetzt auf die Idee kommen, okay, wenn sie nicht rauskommen und dennoch gebildet werden, das bedeutet, die könnten sich in der Maschine ablagern. Ja, aber dann hätten Sie ja ein neues Patent. Das würde ich dann ja sofort mal anmelden. Ne? Kalk, der unsichtbar ist. Ja, aber dann wurde die ganze Ionisierungskammer zugekleistert mit diesem Stoff und die Maschine wurde nach wenigen Tagen nicht mehr funktionsfähig sein. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also das ist eine aus dem Finger gezogene Behauptung. Weil wir haben das ja. Wo wir damals die eingebaut haben, war richtig verkalktes Wasser da in der Gegend um den früheren Produktionsort. Und da kam auch schon die Frage ja auf von dem Kunden, tut es aus Wasser entkalken? Da hast du noch extra gesagt, nein.
es wird nur irgendwas umgedreht, dass es nicht mehr haftet. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da hast du irgendwas erklärt, dass irgendeine Polung umgedreht wird durch das und dass der Kalk dann nicht mehr klebt, sondern innen einfach abgewischt werden kann. Ja gut, hier müsste man unterscheiden zwischen Calcium und Kalk. Ja. Calcium hast du kiloweise in deinen Knochen. Ja, das muss und ja das brauchst sein. Du auch. Genau. Ja? Ohne Calcium kein Skelett, keine Zähne, keine Knochen. Das brauchst du. Mhm. Das, was unschön ist, wenn Wasser verkalkt, wenn man an der Duschbrause das sieht, wenn man an dem Auslass vom Wasserhahn irgendwelche Ablagerungen sieht, dann ist das nicht besonders hübsch, aber das ist nicht gesundheitsschädlich. Ja? Nee, das ist nicht. Also unser Wasser, also Elysion Wasser, hat basische Komponenten, auch Calcium dabei, Calcium in Soloform, weil in jedem Leitungswasser oder Mineralwasserflasche haben wir zwar Calcium drin, aber das ist immer eine Calciumverbindung. Wollte ich genau Calciumsulfat, sagen. Calciumphosphat, Calciumnitrat oder wie die auch sich zusammenfinden. Also auf der positiven Seite Calcium, auf der negativen Seite die anderen Elemente, die kleben aneinander. Und deswegen ist die Aufnahme von Calcium aus Mineralwasserflasche oder aus Leitungswasser unter 5%, weil der Körper müsste das aufspalten. Das bedeutet Energieverlust, das macht er nicht. Bei uns ist dieses Calcium schon getrennt von dem Partner. Diese Trennung machen wir in der Ionisierungskammer und dann steht Calcium oder Magnesium, Kalium und so weiter, diese ganzen positiven Mineralien in Soloform zur Verfügung. Also 100%ig aufnahmefähig. Das ist natürlich genau die Thematik. Das heißt, da hat man auch ein paar Dinge zusammengewurstelt ja. und verwechselt. Nochmal zu dem Thema Kalk. Das wissen wir ja, natürlich ist es auch an den schönen Gläsern unschön, wenn du jetzt Leitungswasser trinkst, tust es in eine Karaffe, stellst es auf den Tisch, dann trinkst du und trinkst du und trinkst du. Nach dem dritten, vierten Mal auffüllen von der Karaffe stellst du was fest, die ist verkalkt. Mhm. Seit ich diese Ionisierer dran habe, stelle ich fest, dass der Kalk sich viel stärker an den Wänden niederschlägt, also an der Innenseite der Glaskaraffe, aber nicht so sehr klebt, sondern sich einfach entfernen lässt. Ja, man kann das sogar verhindern. Legst du eine oder zwei Scheiben Bio-Zitrone rein, dann bildet sich noch nicht mal das. Das hört sich auch gut an. Ja? Also es gibt immer wieder natürliche Lösungen, genau. die zum gewünschten Ergebnis führten. Dann geht es darum, dass man auch unterstellt, dass diese Wasserionisierer negativ wären, weil die im Chemieunterricht irgendwas verschlafen hätten und durch diese Kalkentwicklung würde nach spätestens 10, 12 Jahren der Körper komplett verkalken. Ja, dann müsste ich jetzt ein gesundheitlicher Wrack sein, weil ich trinke das Wasser seit mehr als 10 Jahren. Und so gut, wie es mir heute geht, ging es mir vor 10 Jahren nicht. Also das wäre kann das Gegenteil. Ja? Das kann ich keineswegs bestätigen und kann, niemand von unseren Kunden kann das bestätigen. Nee, und wie gesagt, du bist ein Überzeugungstäter und das möchte ich auch hier nochmal bestätigen, liebe Zuschauer. Ich kenne den Jan ja persönlich und viele meiner Gäste habe ich einen persönlichen Kontakt. Warum? Ich möchte sehen, tun die auch das, was sie hier erzählen. Und da sitzt einer, der ein absoluter Überzeugungstäter ist, der trinkt sein Wasser selber, der benutzt die Dinge nur selbst und ist immer wieder am Arbeiten. Und vergessen Sie nicht, ganz in der ersten Sendung hatten wir das mal besprochen. Damals hat der Jan sogar, als er die ersten Maschinen von diesem Hersteller hatte, und er kommt aus diesem Fachgebiet, mit dem Hersteller Änderungen durchgesprochen, die aufgrund seiner Intentionen, weil er noch besser das System für den Menschen machen wollte, hat der Hersteller, und ich glaube in Korea, wenn ich mich recht erinnere, ja, hat das System nach den Vorstellungen und dem Wissen von dem Jan umgebaut, dass es so, wie es jetzt ist, eigentlich mit deiner Zusammenarbeit entstanden. Ja, und das machen wir weiterhin. Also das ist keine einmalige Aktion. Vor 3 Jahren haben wir eine UVC-Lampe in unsere Geräte eingebaut. UVC-Licht ist sehr hochenergetisches Licht
Und solche Sachen wie Viren, Bakterien oder Keime, hochdesinfizierend, genau. Richtig, überleben das nicht. Das haben wir deswegen eingebaut, weil vor 3 Jahren gab es in Losdorf hier in der Schweiz eine Horrorgeschichte, und zwar Fäkalienbakterien in riesigen Mengen sind ins Leitungswasser gekommen. Ja. Wie das passiert, hat niemand jetzt erklärt. Also da sind märchenhafte Erzählungen, warum das überhaupt passiert ist. Das durfte nämlich überhaupt nicht passieren. Ja, eigentlich müsste der Klärkreislauf vom Frischwasserkreislauf komplett getrennt sein. Ist es auch. Ja. Es ist gesetzlich nicht erlaubt. Also wir gehen in die Toilette, machen irgendetwas, das geht alles zur Kläranlage. Und danach darf dieses Wasser nicht in den Kreislauf zurückgeführt werden. Ja, okay. Dieses Wasser aus der Kläranlage darf deswegen nicht zurückgeführt werden, weil allen technisch orientierten Menschen ist absolut bewusst, dass in der Kläranlage eventuell was schiefgehen könnte. Und dann hätten wir den ganzen Schmutz wieder zurück. Ja? Ja. Und das ist dort passiert, nicht nur dort. Das wiederholt sich, diese ganze Geschichte. Erstaunlicherweise werden die Gründe aber nirgendwo genannt. Das werden lächerliche, märchenhafte Erzählungen gemacht. Vor wenigen Wochen was Ähnliches ist in Österreich passiert, in der Gemeinde Graz. Dort haben wir mehrere Kunden. Und dann hat eine Kundin uns auch diese Horrormeldung zugespielt. Und dann habe ich die Dame gefragt, ob es herausgefunden worden ist, wie kommt es dazu, dass Fäkalienbakterien ins Leitungswasser kommen. Und sie hat mir ein Foto von einem Zeitungsartikel zugesandt, wo der Bürgermeister von Graz sich dazu geäußert hat. Und er sagte, wir wissen es nicht. Ja? Aber da kam noch was Besseres, ja? Weil darüber kann man schon lachen, aber es kam noch was Besseres. Er sagte nämlich, die Kleingärtner sind in Verdacht. Unfassbar. Und das ist schon für mich eine märchenhafte Erzählung. Stellen Sie sich das vor, liebe Zuschauer, da sind ein paar Kleingärtner. Die gehen nicht auf die Toilette, sondern machen da irgendetwas auf der Felde. Und die ganze Gemeinde Graz ist damit verseucht. Kann das sein überhaupt? Ach, Unsinn, Unsinn. Also du musst dir mal vorstellen, wenn du dein Geschäft jetzt wirklich, weil du keine Toilette hast, also ich war ja mal bei der Armee. Und wenn du draußen im Wald kampierst, da bringt auch keiner eine Toilette. Ja. So, was machst du? Nimmst deinen Klappspaten, gehst irgendwo hinter den Baum, machst ein Loch, machst dein Geschäft und machst danach wieder zu. Genau. Was tust du? Du gibst der Erde eigentlich genau das, was der Körper nicht braucht, was die Erde wieder verarbeiten kann. Würden wir jetzt den ganzen Tag Farbstoffe und Chemikalien in uns hineinessen, wäre das sogar gut. So, aber wie schlau ist die Erde? Bis das Ganze sich zersetzt, wird es durch alle Gesteinsschichten durchgelassen und damit alles rausgefiltert, was da unten im Trinkwasser nicht mehr ankommen soll. Vorausgesetzt, die Erde kennt es. Deswegen haben wir ein viel anderes Problem. Alle Chemikalien und alle Pestizide und alle Arzneimittelrückstände kennt die Erde nicht. Weil die ist kein Chemiebaukasten und die laufen dann durch und sind im Grundwasser. Ja, und das haben wir tatsächlich im Leitungswasserversteck zu beobachten in den letzten Jahren. Leider, leider, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, sehen Sie, was ist jetzt mit den Bewohnern in Graz, die so einen Ionisierer haben? Ja, die können ruhig schlafen, weil alle diese Substanzen werden herausgefiltert. Also kein Problem. Genau, durch das Hochionisieren kann kein Bakterium überleben, auch ein Fäkalbakterium, das geht nicht. Naja, die UVC-Lampe, die wir schon am Eingang des Gerätes eingebaut haben, tut eben das vor schon kurzem. Übriges, genau. Ja. Also wir sind hier sehr aufmerksam, was sich auf dem Markt tut und reagieren sofort. Das, was auch in der letzten Zeit vermehrt auftritt, sind nicht nur Bakterien, aber auch Kleinstlebewesen. Zum Beispiel das Thema Giardien. Das sind Einzeller, also schon weit größer als ein Bakterium. Und wenn die sich in dem Verdauungstrakt einrichten und richtig die Überhand gewinnen, dann spielt der Körper verrückt. Und solche Fälle sind schon bekannt. Und ionisiertes Wasser hilft daran,
das zu verhindern. Ja? Also unsere Geräte sind hilfreich. Jetzt sind wir gerade beim anderen Stichwort noch, das Thema Krankheiten. Ich kenne, es gab mal ein Buch, was ich vor 15 Jahren gelesen habe, von einem Unternehmen, was damals die ersten dieser Maschinen auf das Thema brachte. Mhm. Und da hat es ein Doktor geschrieben und der hat sogar in dem Buch geschrieben, dass wenn Menschen dieses basische ionisierte Wasser trinken, dass dann viele Krankheiten erst gar nicht entstehen und hat explizit damals gesagt, und eine Volkskrankheit wie Rheuma kennen die alle nicht mehr. Jetzt wurde aber von den Experten behauptet, kein Rheuma lässt sich durch Trinken von ionisiertem Wasser heilen. Da gibt es nachweislich Ergebnisse. Also vor 35 Jahren konnte ich meine Finger so einfach nicht bewegen, wie ich das heute machen kann. Mein ganzes Bewegungsapparat ist einwandfrei. Ich kann auch locker mit einem 40-Jährigen ein Tischtennisspiel eingehen, habe ich kein Problem. Also nirgendwo habe ich rheumatische Erscheinungen, obwohl die vor 35 Jahren waren. Ja. Also normalerweise verstärken sich die Sachen im Laufe der Zeit. Bei mir haben sie abgenommen. Mhm. Kennst du auch Ergebnisse von Menschen, die rheumatische Probleme hatten, ja, von deinen Kunden? Ja, das gibt es auch. Aber auch Ärzte, auch Schulmediziner haben sich mit dem Thema befasst. Es gibt zwei hier auch im deutschsprachigen Raum bekannte amerikanische Ärzte, einmal Dave Carpertel und einmal Robert Young, aber auch deutsch sprechende Arzt Dr. Probst in dem Buch, ach, der Basenpapst, warum nur die Natur uns heilen kann, hat ein ganzes Kapitel über ionisiertes Wasser geschrieben und hat geschrieben dort in diesem Buch, nur basisches und reduktives Wasser ist gesundheitsfördernd. Also das sagt der Dr. Probst. Ich meine, du hast ein Beispiel gebracht, liebe Zuschauer. Ich kenne viele Beispiele und Sie wissen, wie viele Mediziner bereits bei mir im Studio saßen, mit wie vielen ich sprechen konnte. Und ich habe, wie gesagt, und deswegen auch die Sendung, diese sogenannten Expertenaussagen auch noch nie vorher gehört. Da habe ich gesagt, Moment mal, da wird ja gerade der blanke Unsinn erzählt. Und da war es dann wichtig, doch mal zu schauen, was ist denn wirklich richtig. Und alle Dinge, die der Jan jetzt gesagt hat, kann ich so eins zu eins wiederholen, denn ich habe es extra noch mal geprüft. Also das ist vor 3 Wochen auf meinen Tisch gekommen. Und da haben wir genau geschaut, was wird denn da gesagt und was stimmt denn wirklich. Und wie die ganze Chose weitergeht und was für Sie die Lösung ist, das sehen Sie gleich nach der Werbepause. So fühlt sich Ihr Immunsystem an ohne das Z-ImmunFit. So fühlt sich Ihr Immunsystem an mit dem Z-ImmunFit. Noch irgendwelche Fragen? So, meine Lieben, wir sind wieder zurück. Bei mir heute im Studio Jan Telepski, der Mann, der Ellison-Wasser hier in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht hat, der sich seit Jahrzehnten, muss man schon sagen, mit Wasser beschäftigt. Und wir haben uns vor 10 Jahren kennengelernt und ich habe viel von ihm dürfen lernen, viel erfahren. Und Jan ist jemand, der redet nicht, sondern der belegt. Ich glaube, ich habe von niemand so viel Studien gekriegt über Wasser, über Wirksamkeit von basischen Komponenten, über das und das und das, wie vom Jan. Und er lebt das, das heißt, er trinkt sein Wasser selber, er lebt auch genau diese Dinge. Und das war für mich entscheidend, immer zu sagen, Leute, viel, viel, viel wird angeboten. Wenn Sie heute ins Internet gehen und suchen Wasseraufbereitungssystem, können Sie sich nicht vorretten. Und Sie können sich auch vor vielen selbstgenannten Experten nicht retten.
Und dann wird es natürlich schwierig zu entscheiden. Der eine Experte sagt Hü und der andere Experte sagt Hot. Und jetzt den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Tun Sie das. Erstens, wie gesagt, hören Sie auf Ihr Herz. Das ist ganz wichtig, sage ich heute. Im Verstand schaffen wir es fast nicht mehr, Lügen von Wahrheit zu unterscheiden. Aber unser Herz, das kann das. Spüren Sie sich hin. Ich merke heute sofort, wenn ich mich wohin spüre, ob etwas der Realität entspricht oder ob es Hokuspokus ist. Und dein Herz betrügt dich nicht, wenn du auf der Herzensebene bist. Jan, da gibt es auch noch so eine Geschichte. Also wie gesagt, ich war zweimal da unten und ich weiß, dass das japanische Leitungswasser zwischen, wie gesagt, 5,5 und 6,8 hat. In der Sendung wurde behauptet, das hätte einen pH-Wert von 4. Das ist ja fast Säure. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch angefangen, als ich das gehört habe, habe ich angefangen, danach zu recherchieren, und solche Werte werden nirgendwo veröffentlicht. Also ich habe es auch noch nie, weil 4 ist also ja wirklich heftig. Ja, das ist also von die pH-Skala ist exponentiell. Ja. Und jede Stufe ist mal 100 Faktor eigentlich, ne? 10. Das bedeutet, von 7 auf 6 ist 10 mal mehr Säure, auf 5 wäre schon 100 und auf 4 1000. Also dass ein Wasser, Leitungswasser, pH-Wert von 4 hat, das ist kaum zu glauben. Ich habe nirgendwo solche Belege gesehen. Ich wüsste auch nicht. Und wie gesagt, gerade in Japan werden ja sehr häufig Messungen von den Behörden gemacht, weil die das sehr, sehr stark kontrollieren, auch wegen Fukushima. Mhm. Weil es da ja auch Äußerungen gab, dass da Wasser vermischt wurde und dass es ins Trinkwasser gelangt ist. Mhm. Die prüfen sehr extrem und deswegen wissen wir, dieser Wert gibt es nicht. Das andere Thema ist, dass ionisiertes Wasser gar nicht gesundheitlich untersucht wäre, dass alles reine Behauptungen sind. Also, liebe Zuschauer, da brauche ich gar nicht den Jan. Ich glaube, so viel Gutachten, ich habe es gerade eben gesagt, wie ich schon über ionisiertes Wasser und die Wirkung von ionisiertem Wasser oder basischem Wasser gelesen habe, geht auf keine Kuhhaut. Willst du noch was dazu sagen? Ja, liebe Zuschauer, bevor Sie solchen unsinnigen Aussagen Glauben schenken, informieren Sie sich bitte. Auch auf unserer Seite finden Sie jede Menge Informationen. Unter FAQ finden Sie auch einen Abschnitt, wo die wissenschaftlichen Berichte gezeigt werden. Da sind schon Dutzende davon, überwiegend aus der japanischen Forschung in den 60er Jahren, wo das Gesundheitsministerium in Japan ein Riesenprojekt, Forschungsprojekt gestartet hat, mit Hunderten von Ärzten und Tausenden von Patienten, wo dieses ionisierte Wasser dort untersucht wurde und auf der breiten Front nur positive und exzellente Ergebnisse rauskamen. Seit dieser Zeit werden Wasserionisierer dort in Spitälern auch für Behandlung von kranken Menschen eingesetzt. Und da gibt es so viele Nachweise, dass das gesundheitsfördernd ist, dass Sie das auf jeden Fall dort finden. Hier in dem deutschsprachigen Raum gibt es auch einige Untersuchungen, nicht so viele wie dort. Hier haben wir zum Beispiel eine Arbeit von zwei Schulmediziner aus Deutschland, die das ionisierte Wasser für Diabetes untersucht haben, mit exzellenten Ergebnissen. Das ist nur ein von vielen, vielen Beispielen. Davon gibt es weit mehr. Also wenn jemand behauptet, hier wäre das nicht nachgewiesen, dann hat er sich ganz einfach keine Mühe gegeben, irgendwo nachzuschauen. Und kurzes Blick auf unsere Webseite würde schon zeigen, dass das bodenlose Behauptung ist. Wie viele Studien kann man bei dir auf der Website finden? Ich glaube, 200 habe ich irgendwann mehrere mal. Mehrere Dutzend auf jeden Fall. Und die Links dazu meine ich, also über 200 habe ich mal zusammengerechnet, sind über Direktdarstellung oder über Links zu finden. Und schauen Sie sich das doch an. Und wie gesagt, die Leute sind immer so, schauen Sie, bevor Sie mich anrufen, ich mache dann das Gleiche. Sprechen Sie direkt den Jan an, gehen Sie über die Seite, die wir einblenden, www.ellisonwasser.ch. Und wie gesagt, der Jan gehört zu den Überzeugungstätern. Das heißt, ich habe oftmals von ihm gehört, ja, die Kunden haben auch gefragt, wenn es nicht so gut ist, können wir es zurückgeben. Bis heute hat er noch keine einzige Anlage zurückgekommen,
mal eine, die technisch ausstieg, aber bei jedem 500. Teil ist mal eins ein Montagsteil, sage ich immer, wo etwas technisch passieren kann. Aber auch da war es gar kein Problem. Die Anlage wurde kommentarlos umgetauscht und die alte zurück zum Hersteller geschickt. Der hat das dann wieder gerichtet und so. Also auch der Service. Und wenn Sie irgendwelche Dinge brauchen, erweitern wollen, verbessern und so weiter, da hat sich das Unternehmen vom Jan als eines der besten dargestellt. Und immer wieder bekomme ich Rückmeldungen von Kunden, die seine Anlage eingebaut haben. Und zwar, was ganz irre ist, Sie kennen diese Kisten, die auf der Küchenplatte stehen. Die Firma Ellison hat ein sensationelles System, was sie unter der Spüle, da wo der Mülleimer drin ist, der geht ja nicht ganz bis hinten. Und da passt genau hinten diese Anlage hin. Und dann kriegst du oben sensationelles Wasser raus. Oben steht nichts rum. Und wie gesagt, ist immer mit ihm abzusprechen. Viele andere Dinge auch. Und er bemüht sich da sehr. Und da ist gerade der Punkt, wo ich sage, es geht natürlich, am Schluss müssen wir alle was verdienen, wir müssen alle unser Leben finanzieren und so weiter. Das wissen wir doch. Nur, wie gesagt, es gibt immer zwei Lösungen. Der eine ist, ich erzähle den Leuten so lange Mist, bis sie den glauben und verkaufe dann. Der andere ist, ich bleibe bei der Wahrheit, auch wenn sie manchmal nicht so einklingend ist, dass ich denke, ups, kann das stimmen, weil wir doch immer wieder uns dahin tendieren. Und Titel, meine Damen und Herren, sagen nicht, ob das richtig ist. Ein Titel ist eine Bezeichnung für etwas, was ich irgendwann einmal gemacht habe. Das heißt aber nicht, dass der mich dazu berechtigt oder der mich in die Lage versetzt, immer die Wahrheit zu sagen und immer alles zu wissen. Tut er nicht, glauben Sie mir. Ich kenne Menschen ohne Titel, die wissen viel mehr wie Menschen mit Titel. Deswegen sollten wir da vielleicht auch einmal eine andere Einstellung bekommen und überzeugen Sie sich. Das, was wir jetzt geredet haben, müssen Sie nicht glauben. Gehen Sie ins Internet und schauen Sie sich die Sache an. Gehen Sie auf die Seite von Ellison Wasser, gucken Sie, wer die Gutachten erstellt hat. Dann können Sie auch da auf die Seite der Universität gehen. Dort finden Sie sie meistens auch nochmal oder schreiben Sie die sogar an, ob das stimmt. Und dann haben Sie Ihre Aussage und dann wird auch kein Irrtum unterlaufen. Noch einmal zum Abschluss, dass wir dieses leidige Thema da endlich mal hinter uns kriegen mit diesem Blödsinn, der da erzählt wurde. Ich würde von meinem, das ist jetzt rein meine persönliche Meinung als Norbert, nichts Offizielles und auch nicht der Redaktion entsprechend, ich würde niemanden empfehlen, Osmosewasser zu trinken, weil ich die Konsequenzen bei Mensch und Tier kenne. Und heute ist es so, wenn ich hochwertiges Wasser will, wo meine Familie, meine Haustiere und auch vielleicht die Pflanzen davon partizipieren wollen, sage ich heute als persönliche Empfehlung, bin ich eigentlich am besten bedient. Und wie gesagt, sonst wärst du nicht bei uns in der Benutzung. Ja, alle Kunden sind bei uns herzlich willkommen. Wir bemühen uns tatsächlich, das beste Produkt auf den Markt zu bringen. Und sie sind bei uns in der obersten Qualitätsklasse. Und wir verfolgen die ganze Entwicklung ständig und reagieren auf dem, was da auf dem Markt gibt. Und davon können Sie ausgehen, dass die Anlagen von uns das Leitungswasser so weit sauber kriegen, dass die allermeisten Stoffe, wir haben eine Laborbefundliste, die stehen auf non-detected, also nicht messbar. Also Sie können ruhig schlafen. Genau, darum geht es ja einmal das. Und zum Zweiten ist es ja immer so, wo ist denn unser Problem? Unser Problem ist eigentlich, dass durch unsere Industrialisierung so viele Stoffe auf die Welt gekommen sind und wir nicht sehr achtsam sind mit dem Umgang damit. Das bedeutet, die kommen in die Natur, die kommen in Kreisläufe, wo sie eigentlich gar nicht hingehören und finden sich irgendwann in unserem Trinkwasser wieder. Und da liegt das große Problem. Und liebe Zuschauer, dieses Problem wird nicht weniger. Nein, es wird mehr. Schauen Sie, 50 bis 70 Jahre braucht etwas, bis es von der Erdoberfläche durch den gesamten Erdkreislauf durchgesickert ist, im Grundwasser ist und irgendwo da hinten wieder rauskommt. Wann haben wir die Müllkippen vergraben? Das wird unser Problem. Was meinen Sie, wie viel wilde Deponien in den 60er und 70er Jahren einfach zugeschoben wurden? Und dann wurde da oben ein bisschen Erde drüber, ein paar Bäume drauf gepflanzt und hat man gedacht, aus den Augen, aus dem Sinn.
Das hat da unten weitergeköchelt. Und jetzt haben wir die ersten Gemeinden, und hier die Schweiz muss mittlerweile dreistellige Millionenbeträge aufwenden, um diese Altlasten zu beseitigen. Munition, die zu Tonnen im Boden liegt. Und glauben Sie, dass das gut ist für unser Grundwasser? Oder ehemalige Tankstellengelände, wo das Altöl bis in die 70er Jahre im Garten hinten in ein Loch geschüttet wurde, weil man nicht sensibilisiert war für solche Dinge. Ich kann mich noch erinnern, kenne ich sogar noch von mir. Ich kann mich erinnern, wir hatten ja eine Baufirma gehabt, wo ich klein war, und da gab es das. Da wurden auf dem Biegeplatz wurde das Öl gewechselt und wurde es einfach rauslaufen lassen. Mhm. Fertig. Man hat da überhaupt nicht dran gedacht, dass das irgendwie im Boden nicht gut tun könnte. Nur wie gesagt, wenn das natürlich durch die Industrialisierung immer mehr und mehr und mehr und mehr wird. Und dann sage ich den Menschen auch, schaut euch im Internet mal diese Aufnahmen von Amerika an, wo mit Fracking Energie gewonnen wird. Das war's dann. Da kommt Wasser aus ihrer Leitung, was sie anzünden können, aber nicht mehr trinken. Und dann wird es natürlich eng. Mhm. Wenn so viel Stoffe im Wasser drin sind, dass es als Trinkwasser überhaupt nicht mehr geeignet ist. Mhm. Das heißt, stellen wir uns mal vor, wir leben mitten in der Natur, aber wenn wir Wasser trinken wollen, müssen wir zum Supermarkt fahren und Flaschen holen. Mhm. Ja, das ist der aktuelle Stand. Und die meiste Quelle von diesen ganzen Verunreinigungen, sagen die Webseiten aus Bern, kommt aus der Landwirtschaft. Das kann man dort finden. Und im Jahre 2011 habe ich so eine hübsche Grafik gefunden auf den offiziellen Webseiten, also keine Verschwörungstheorien, offizielle Daten aus Bern. Und dort war es schon in der gesamten Schweiz, 20% von allen Wasserquellen waren schon über die Grenzwerte. Wann war das? 2011. Wow, das ist 10 Jahre her. Richtig. Und 9 Jahre zuvor waren die Messergebnisse nur halb so hoch. Das bedeutet, in 9 Jahren haben wir eine Verdoppelung bekommen. Wenn man das jetzt annimmt, möchte ich die Werte ja gar nicht sehen, wenn sich die nochmal verdoppelt haben. Ja, ja. Aber diese 20% wurde gerechnet auf die gesamte Schweiz. Das bedeutet, in dem Bereich, wo die meisten Menschen wohnen, waren es schon damals 70%. Wahnsinn! Das heißt, schon wir müssen damals, heute fast davon ausgehen, dass die ganzen Quellen da in dem Bereich, wo viele Menschen leben, alle kontaminiert sind. Ja, und dort, wo noch damals diese grünen Pünktchen waren, das sind Alpen, da kann man mit einem Traktor nicht drauf fahren, da kann man dort keine landwirtschaftlichen Betriebe aufbauen, das geht gar nicht. Ja? Das heißt, die Bergquellen, die oben aus dem Felsen kommen, klar. Die kannst du da oben nicht nutzen, du müsstest das Wasser unten nach unten leiten, unten abfangen, unten, was weiß ich, irgendwie in die Verteilung bringen. Also alles Unsinn eigentlich. Ja. Wenn wir auf unsere Natur achten würden, hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Mhm. Gut, jetzt können wir immer den Finger heben und sagen, böse, böse Buben, das bringt aber niemand was. Nochmal ganz klar für Sie, liebe Zuschauer. Es geht nicht darum, Ihnen irgendwas zu verkaufen, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich sehe die Menschen, die immer zu Medizinern kommen, teilweise mit ihren Kindern, und immer sagen, oh, uns geht es immer schlechter, und dem tut der Rücken weh, dem tut der Kopf weh, und der hat das und der hat jenes. Und dann schaut man, und dann sind die Menschen wirklich, entschuldigen Sie auch, wenn ich das so sage, wandelnde Müllberge. Sie stopfen sich voll mit Nahrung, die sie aus Billigquellen beziehen oder unüberlegt mit billigen Produkten zubereitet werden. Sie achten nicht auf ihr Umfeld, sie bewegen sich im Umfeld in Dingen, wo sie Dinge einatmen und aufnehmen, das nicht gut ist. Sie kleiden sich mit Stoffen, die für unseren Körper nicht gemacht waren, der ständig 3 Millivolt Oberflächenspannung auf seinem Körper hat, weil er Synthetik trägt. Dann tun wir uns noch Chemie auf die Haare schütten, weil jetzt gerade schwarze Haare innen sind. Dann meint jeder, muss sich seine Haare färben. Die dringt durch die Kopfhaut ein in unseren Körper und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann am Abend gibt es noch zur Beruhigung so eine Süßigkeiten-Schale mit vielen bunten Sachen drin, die ganz lecker schmecken. Und dann wundern wir uns, warum es uns immer schlechter geht. So, was ist denn das Erste und das Wichtigste, wo vor allen Dingen junge Familie, wenn sie Kinder wollen, Leute, ich kann euch sagen, verzichtet auf die Alufelgen, auf die neuen auf eurem Auto und kauft euch einen Wasserionisierer. Denn wenn ihr euren Kindern, die klein sind, das Dreckbrühe, Entschuldigung, die aus dem Hahn kommt, zu trinken gibt,
dann kann ich euch die Liste der Krankheiten, die eure Kinder kriegen, gleich fertig machen. Das wissen wir, das kann ich auch nachweisen, was ich hier sage. Für mich ist Leitungswasser kein Trinkwasser mehr. Und zwar absolut nicht. Die letzten Untersuchungen, die wir gemacht haben, konnten wir nicht mal in der Schweiz machen, muss ich mir vorstellen. Mhm. 4 Labore haben es abgelehnt, Leitungswasseranalyse zu machen, bis in Mikrobereiche. Abgelehnt, ja, denke ich mir, ist was mir ist hier bekannt. Los? Ja, ja, ist mir bekannt. Ja. Was haben wir gemacht? Wir sind dann natürlich aus der Schweiz rausgegangen, haben diese Proben in einem Labor, und jetzt halte ich fest, in Malta. Mhm. Da haben wir einen gefunden, der die technische Ausstattung natürlich hat, um Wasserproben zu untersuchen, bis in die Mikrobereiche hinein. Mhm. Da wird es dir nur grauslich, wenn du das siehst, ja, und wenn du das hörst. Und dann kommt dazu, als man mir die Ergebnisse gegeben hat, habe ich die nur unter der Bedingung gekriegt, dass wir nicht das Labor nennen. Mhm. Alter, da wird mir alles klar, was da läuft. Und wie gesagt, gut, ich halte mich an Zusagen. Quellenschutz ist einer der wichtigsten Dinge, die die Presse als Aufgabe hat, das auch sicherzustellen. Warum sage ich Ihnen das? Ganz wichtig, die Zeiten, liebe Zuschauer, werden nicht besser werden. Sie sehen, was da draußen gerade abläuft. Angst machen ist Blödsinn. Wissen ist jetzt nötig. Und eines unserer Grundbestandteile unseres Lebens ist Wasser. Also, wenn Sie für die Zukunft gewappnet sein wollen, dann entscheiden Sie sich für das richtige Wasser. Wenn ich mich jetzt entscheide und sage, Mensch, das ist interessant, was muss ich tun, Jan? Uns anrufen. Also die eingeblendete Telefonnummer, die eingeblendete Website, ja, zu besuchen, mit dir Kontakt aufzunehmen. Entweder anrufen oder es gibt mehrere Schaltflächen auf der Webseite, wo eine kostenlose Beratung angeboten wird. Ja? Oh. Klicken Sie bitte dort drauf. Tragen Sie Ihre Kontaktdaten, damit wir Sie kontaktieren können. Anrufen ist zwar das Schnellste, was man machen könnte, aber es kann sein, dass unsere Mitarbeiter gerade bei einem anderen Kunden im Gespräch sind. Tragen Sie sich am besten in diese Formulare ein. Sie werden auf jeden Fall zurückgerufen und kontaktiert und Sie bekommen eine fundierte Beratung von uns. Oder wenn ein Kunde dich jetzt anrufen wollte, wäre auch ein bisschen schlecht, weil du sitzt jetzt gerade im Studio, da geht's Telefon nicht. Also, liebe Zuschauer, er bietet einen tollen Service und auch wenn es Rückfragen gibt. Alle Kunden haben wir bestätigt, egal wann sie angefragt haben, sie haben immer in kürzester Zeit eine verständliche und umsetzbare Antwort bekommen. Was wollen wir mehr? Jan, ich hoffe, dass wir alles so richtig gestellt haben, mhm, weil, sorry, aber das war ein Unding, was ich da gesehen habe. Da habe ich gesagt, das geht ja wohl nicht. Jetzt müssen wir da mal Klarheit schaffen. Mhm. Was möchtest du unseren Zuschauern noch sagen, was bei dem Thema Wasser wichtig ist? Und ich sag mal noch was. Viele sagen natürlich, oh, das wird alles einen Haufen Geld kosten. Und du weißt, im Moment sind die Leute in einer sehr, sehr diffizilen Situation, weil sie Zukunftsängste haben und so weiter. Und sie sagen immer, jetzt tun wir zu Hause nochmal aufrüsten. Warum? Weil wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wie lange alles noch geht oder verfügbar ist, weil die Zeiten so ein bisschen seltsam sind und viele Menschen in dieser Krise natürlich auch Panik bekommen. Mhm. Ich sage, es ist eine sinnvolle Investition, sich ein System herzutun, was mir sauberes Wasser liefert. Im Kostenbereich, das ist ja auch immer so, ich sage, ja, das wird alles einen Haufen Geld kosten, das kann ich mir ja gar nicht leisten. Ich will jetzt hier keine Zahlen nennen, weil sich natürlich die Sendung auch in 5 Jahren noch ansehbar sein soll, weil dort stimmt sie genauso. Aber wir gehen doch mal hin und stellen mal einen Bereich fest. Mhm. Ich sage mal, wenn ich mir heute, ich sage immer, einen teuren Anzug kaufe, wo noch ein toller Markenname draufsteht, dann muss ich 1000 Franken und mehr einsetzen und wie gesagt, wenn mal Zigarettenasche runterfällt oder Kippe, ist da auch ein Loch drin, egal was er gekostet hat, weil auch der brennt. Wenn wir in der Größenordnung sind zwischen 1000 und 2000 Schweizer Franken, da kann man doch schon was anfangen, oder? Ja, die preiswertesten Anlagen fangen damit ungefähr an, aber das ist noch nicht das Ende von der Preismöglichkeiten. Ja. Aber ich glaube, zuerst, liebe Zuschauer, gucken Sie, was für Sie wichtig ist.
die Prioritäten richtig setzen im Leben. Ja. Da hast du einen ganz tollen Punkt angesprochen. Ja. Ihr Körper besteht zu 70% aus Wasser. Und von der Qualität dieses Wassers ist Ihre Gesundheit abhängig. Und zwar vollständig. Danke. Sie können sich das so vorstellen wie ein Aquarium mit Fischen. Ja? Und was muss man machen, um damit die Fische dort leben? Würden Sie dort eine Flasche Cola reinkippen? Wissen Sie, was passiert, wenn Sie das tun? Sterben Sie. Wieso machen Sie das selber? Hier sind einige Fragen, die man sich stellen soll und überlegen. Eigentlich ist diese Frage nach den Kosten aus meiner Sicht nicht entscheidend, nicht relevant, weil wenn ein Mensch die Notwendigkeit nicht sieht, gesundes Wasser zu trinken, dann wird er noch nicht mal 500 Franken bereit sein auszugeben, weil wofür denn, ja? Ja. Erst dann, wenn man sieht, aha, hier habe ich mit einem Stoff zu tun, was grundlegendes Stoff des Lebens ist. Wasser ist, das ist der Bereich. Ohne Wasser kein Leben. Ohne Wasser kein Leben, ja? Absolut. Und wenn Sie sich von der Seite das anschauen, dann ist diese Investition eventuell weit besser als Ihr nächstes Auto. Ich bin absolut einer Meinung und ich habe das auch nicht angesprochen, um hier irgendwelche Preisereien vorzuführen. Warum? Eine der Damen, die mit mir telefoniert hat, sagte auch, wissen Sie, man blickt ja gar nicht mehr durch. Ja. Wenn ich im Internet Wasserionisierer eingebe, habe ich 130.000 Treffer und kriege Geräte zwischen 59 Euro, man höre und staune, soll ein Wasserionisierer, so ein kleines Gerät, soll irgendwo, was weiß ich, wohin gemacht werden. Was das macht, weiß ich nicht. Ob es funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich habe mich auch gar nicht drum gekümmert. Ich weiß nur, dass Dinge, die wirklich diesen Job erfüllen, und Wasser ist nicht einfach, dass ich da oben ein Loch rein mache, lasse es irgendwo durchlaufen, unten kommt sauber raus. Wenn es so einfach wäre, wären wir alle froh. Nein, es ist wirklich viel Wissen dahinter und viel Know-how nötig, um diese Systeme so herzustellen. Und jetzt gibt es Systeme, wie gesagt, die fangen bei dem Preis an und enden bei 19.000 Schweizer Franken. Mhm. Also ich sag mal, ich weiß gar nicht, was der mir hinstellen will. Was für 19.000 Schweizer Franken? Der muss ja das Wasser vergolden anscheinend. Oder vielleicht kommt davon noch eine Garantie mit raus, dass ich 100 Jahre alt werde oder was. Einige Anbieter laufen auf der Schiene, wo sie sagen, okay, wenn ich sehr viel Geld für ein Produkt verlange, dann gehen die Kunden davon aus, dass das was Gutes ist. Das ist ein Irrtum. Ja? Ja, schauen Sie sich bitte das an, ob das stimmt. Es gibt einige Produkte auch auf dem Wassermarkt, wo Hunderte oder sogar Tausende von Franken für eine simple Lösung verlangt wird, wo die Produktionskosten vielleicht bei 200 Mark, Franken liegen und da wird mehr als 1000 Franken verlangt. Was man vielleicht Gucken zum Sie Abschluss sich das an. Ja, danke, auch noch sagen kann, ist, es gibt natürlich auch Gutachten über das alles. Ich meine, dieses System hat man auch schon bei Dritten begutachten lassen, unter anderen Systemen, wie die Qualität ist. Und die Ergebnisse waren hervorragend. Auch Professor Dartsch, den Sie aus einem anderen Thema, wo es um die Informationsträger geht, kennen, der hat sich da auch mit beschäftigt und ebenfalls ein perfektes Gutachten erstellt. Jan, sorry, dass ich dich wegen dem Thema herbeten musste, aber du bist der Spezialist. Ich kann es nur immer anschauen und wollte einfach, weil die Zuschauer mich angerufen haben und gesagt, was ist denn da los? Die erzählen ja da ganz andere Sachen wie du. Ich hoffe, wir konnten das klarstellen, dass die Menschen das verstehen. Danke für deine Zeit, für das Interview und alles, alles Gute dir weiterhin. Ich bin gerne gekommen. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder ein bisschen Klarheit verschaffen, was mit diesen ganzen Wassermaschinen es auf sich hat und worauf Sie achten sollten. Ihnen wünsche ich, dass Sie nun Klarheit haben und die richtigen Anlagen zum richtigen Wasser bei sich installieren und somit gesund bleiben. Und das ist mein größter Wunsch. Bis zum nächsten Mal.